Es ist jetzt fast auf den Tag genau 4 Wochen her, als auf die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis ein Hackerangriff verübt wurde. Herr Landrat Clemens Körner, ein ganz großes Problem war die Erreichbarkeit der Verwaltung. Wie ist der aktuelle Stand? Gut, also ein Monat, eigentlich genau ein Monat danach, kann man sagen, das war unheimlich wichtig, dass unser Mitarbeiter den ganzen Angriff merkte, in der Nacht noch quasi den Stecker gezogen hat, denn ansonsten wären über das ganze Wochenende, bis man Montag dann wieder zum Arbeiten gekommen wäre, wären natürlich noch viel, viel mehr Daten weg. In Summe hält sich das in Grenzen, aber die Tiefe, sind wir ja jetzt gerade dabei, sind über 20.000 Einzeldateien, wo geöffnet werden müssen. Die Mitarbeiter, gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, die sind schon dabei. Manche arbeiten sogar mit 4 verschiedenen PCs, wo sie dann diese Dateien auch öffnen und sind mit Hochdruck dabei zu prüfen, welche Daten dann abgeflossen bzw. gestohlen wurden. Und was momentan festzustellen ist, dass zum Beispiel die Bevölkerung dann hoffentlich dann doch nicht so stark Daten von Ihnen dann gestohlen wurden, wie viele das vielleicht glauben. Also vom EBA-Bereich, zum Beispiel Mittelgebühren, haben also noch nichts feststellen können, dass dann Daten weg sind oder gestohlen wurden. Aber unsere Mitarbeiter, wir sind schon sehr betroffen. Das ist natürlich klar, was intern an Daten gesammelt wurde, in Form von Anträgen und so weiter und so weiter, über Jahre hinweg. Das ist natürlich dann im Darknet jetzt zu sehen. Ja, mein Team ist richtig klasse. Wir arbeiten jetzt noch nicht so in einzelnen Systemen, sondern momentan ist der PC noch die moderne Schreibmaschine. Das heißt, Laptop und Drucker ermöglichen uns, dass wir zum Beispiel auch Baugenehmigungen erteilen können. Die Bearbeitung von Bauanträgen war ja von diesem Angriff jetzt nicht betroffen. Das geht sowieso schon immer weiter. Ein großes Problem war die Führerscheinstelle, da war dann der Zugang zum Kraftfahrtbundesamt in Flensburg gekappt, aber das ist für den Führerschein unheimlich wichtig, denn er muss freigeschaltet werden. Das ist also nicht nur ein Stück Papier, wo man dann in der Hand hat, sondern dass es gültig wird, muss es freigeschaltet werden. Da helfen uns benachbarte Kreis- und Stadtverwaltungen. Es ist also toll, diese Zusammenarbeit, ohne die wären wir noch gar nicht so weit. Ich hoffe, dass noch vor Nikolaus auch die Telefonanlage wieder funktioniert und somit werden die Bürger auch nicht nur über die 0 erreichbar oder die 115, sondern natürlich dann auch wieder mit den Durchwahlen zu erreichen. Das ist das Ding, was ich glaube, dass man jetzt so 8-14 Tage hier, was die Bearbeitung und die Erreichbarkeit angeht, wieder einen wesentlichen Schritt weiter sind wie die letzten, wie der letzte Monat. Das sind natürlich Punkte, auch das Sperrmittel, da haben wir darauf reagiert, nicht jetzt mit Anmeldungen, sondern das wurde auch mittlerweile schon veröffentlicht, dass es also dann sogenannte Straßensammlungen gibt, das heißt also ein Datum wird festgelegt und an diesem Tag wird dann bis zu 3 Kubikmeter pro Haushalt dann der Sperrmüll dann abgeholt. Wie das dann im Januar weitergeht, das müssen wir dann nochmal sehen. Aber wichtig war für uns, dass also jetzt der Sperrmüll nicht mehr die Nummer 1 ist bei den Anfragen der Bürgerinnen und Bürger. Wir von der MAN News sind ja auch sehr gut in den sozialen Medien positioniert. Und wir publizieren auch Ihre Beiträge darüber. Dabei war ein Post, der Kritik an der Auszahlung von Sozialleistungen übte. Was können Sie dazu bemerken? Also das Problem ist der Zahllauf. Das heißt also, nicht mehr aus dem System heraus wird der Zahllauf initiiert, sondern der Zahllauf war ja auch vom Oktober auf den 1. November. Das war ja relativ kurz, mussten wir dann den Zahllauf organisieren mit Excel-Tabellen. Aber momentan funktioniert es auch wieder im Dezember, auch nur mit Excel-Tabellen, wo das Problem halt besteht, dass zum Beispiel eine falsch eingegebene IBAN-Nummer oder ein Zahlendreher in einer Excel-Tabelle das nicht gemerkt wird. Mhm. Jeder weiß, wenn er Überweisung tätigt, die IBAN-Nummer wäre falsch, wird er sofort mitgeteilt, da stimmt was nicht. Das ist natürlich in einer Excel-Tabelle nicht. Aber wir haben 1100 Zahlungen initiiert, vom Oktober auf den November, und es gab 5 Fehler. Also man muss mal fragen, dass also das... Im Promille-Bereich sozusagen. Ja.
Aber diesen Weg müssen wir jetzt für den Dezember genauso machen. Aber der funktioniert? Der hat zu 99,9% funktioniert. Und es ist auch so geregelt mit den Gemeindeverwaltungen, wenn jetzt wirklich jemand kein Bargeld mehr hätte, ja, dass er dann bei uns bzw. bei seiner Gemeinde vorbeikommen sollte und kann dann sagen, okay, ich habe jetzt kein Geld bekommen, ich brauche unbedingt zum Einkaufen und so weiter, brauche ich Geld, dann ist es auch geregelt. Es wird einen Vorschuss bekommen über die Gemeindeverwaltung, die das dann mit uns abrechnet. Letztendlich, die Menschlichkeit wird gewahrt im Rheinpfalz-Kreis, kann ja, man so sagen. Vor allen Dingen auch die Sozialarbeiter waren dabei, die Daten zu erfassen, weil ich gesagt habe, das ist ja unser Klientel, für die sind wir da verantwortlich. Und wir wissen, die brauchen das Geld, die waren da gesessen und haben dann auch schön dann die Überweisungsvorbereitung getroffen. Finde ich recht gut. Sie haben es bereits schon angesprochen, der Zugang über das Telefon zur Verwaltung, sprich zu den Mitarbeitern, ist ein Problem, das noch Dringlichkeit hat, wo gelöst werden müsste. Wo sehen Sie noch Dringlichkeit? Ja, also wir sind dabei, mit dem Landesdatenschutzbeauftragten sehr im engen Kontakt zu stehen, dass wir nach den gesetzlichen Vorschriften nun eine öffentliche Bekanntmachung vorbereiten. Die muss natürlich mit dem Landesdatenschutzbeauftragten abgesprochen werden. Sie wird auch in mehreren Sprachen dann erfolgen, wo wir dann die Auswirkungen am Datenschutzrecht als öffentliche Bekanntmachung schon mal benennen. Ja, nichtsdestotrotz werden wir natürlich weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, alle gestohlenen Dateien zu durchforschen, wo es Einzeldaten sind, die veröffentlicht wurden. Aber es kann natürlich auch sein, dass es dann irgendwo eine Systematik gibt, wo man sagt, okay, mit diesem System wurden Daten dann gestohlen. Und das muss man dann aber alles genau mit dem Datenschutzbeauftragten abklären, dass man hier dann auch die Bevölkerung informiert, wenn personenbezogene Daten dann im Darknet erscheinen. Vor Cyberangriffen ist ja keiner gefeilscht. In der Vergangenheit waren Hacker ja schon in Rechner vom Pentagon, auch in Firmen, die weltweit global agieren. Und die Technische Werke Ludwigshafen waren ja auch schon Opfer von Hackerangriffen. Das LKA hat die Kreisverwaltung gelobt in Sachen Sicherheit und in der Zusammenarbeit. Befürchten Sie trotzdem, dass in Zukunft noch etwas aufpoppen kann zum jetzigen Zeitpunkt, wo dann nochmal was Negatives auf die Verwaltung bzw. auf die Bürger im Rhein-Pfalz-Kreis zukommen könnte? Es ist nicht auszuschließen, denn wir wussten ja nur in etwa die Datenmenge, die gestohlen wurde. Und wissen jetzt vom Datenvolumen, das scheint also deckungsgleich zu sein. Ja? Auch aus den Erfahrungen mit anderen Verwaltungen, die gehackt wurden, da war eigentlich nicht nochmal eine zweite Veröffentlichung. Weil es ist ja klar, die haben gemerkt, wir wollen und haben auch nicht das Lösegeld bezahlt. Das heißt also, mit was wollen sie uns noch erpressen, außer den Daten, die sie nicht rausgegeben hätten, aber da weiß man schon genau, wer bezahlt und wer bezahlt. Die Daten werden veröffentlicht. Das ist Sinn dieser Hackergruppe, dass das also passiert ist. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass Kritiker überhaupt nicht verstehen, dass ich dann sage, ich kann denn nicht alles sagen aus polizeitechnischen Ermittlungen. Aber wir alle müssen doch großes Interesse daran haben, dass solche Menschen, die so unmoralisch sind, den Menschenrechten, Persönlichkeitsrechten nichts bedeuten, dass man doch versuchen sollte, die auch habhaft zu machen. Es wäre doch ein riesen Erfolg, wenn jetzt durch einen Angriff bei uns irgendwo ein Fehler gemacht wurde. Und deshalb war das auch so wichtig, dass das LKA gesagt hat, sagt mal nichts. Denn vielleicht werden irgendwo auf dieser Strecke, auch bei der Veröffentlichung der Daten, irgendwo noch Fehler gemacht. Und das wäre doch schlimm. Deshalb müssen doch die Bevölkerung das auch verstehen, dass man in solchem System dann nicht oder in solcher Situation nicht noch alles in die Zeitung oder jetzt in die Medien bringt, sondern die Polizei
Und die Staatsanwaltschaft muss auch die Chance haben, auch wirklich, ja, bei Fehlern, bei Lügen, wo die Hacker mit Sicherheit auch machen, nachzufassen, damit solche Leute dann das Handwerk gelegt bekommen. Und deshalb war es schon wichtig, dass die Polizei eine ganz andere Vorgehensweise wie wir. Wir müssen wieder schauen, welche Daten der Bevölkerung wurden quasi veröffentlicht, das ist ein Punkt. Oder wie können wir wieder dann in einen Normalbetrieb kommen? Das ist unsere Aufgabe. Und das, denke ich, das besprechen wir nach wie vor immer noch mit dem LKA, damit wir da uns nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Aber die Zusammenarbeit ist so gut. Warum soll man jetzt nach einem Monat plötzlich da jetzt nicht wieder was besprechen? Also die Besprechungen laufen auch weiter. Das, denke ich, ist sehr wichtig, weil auch unsere Fremdfirmen, wir haben zwei international renommierte Firmen, die sich in diesem Bereich auskennen, weil sie schon sehr, sehr viele Kunden haben, die sie bei solchen Hackerangriffen betreut haben. Die suchen ja auch nach dem Einfallstor. Wenn wir was finden würden, ist ja logisch, dass wir das der Polizei sagen, welche Erkenntnisse haben wir über den Angriff, wann war er, wie war er und so weiter. Genauso gut ist es auch wichtig, dass die Polizei sagt, also wir kommen auf den und den Tag, ja, und wenn sich das deckt mit den Fachleuten am LKA, mit den von uns beauftragten Fachleuten, dann ist es ja nur im Sinne aller. Also deshalb denke ich, muss man manchmal jetzt auch vielleicht noch ein bisschen abwarten. Man muss nicht alles brühwarm in der Zeitung lesen, sondern muss einfach auch ein bisschen Geduld haben.